Lassen Sie mich auch noch was zu Hartz IV sagen. Die Verhandlungen sind wieder dort angekommen, wo sie schon 2004 begonnen haben. In einer Kungelrunde, die sich Spitzentreffen nennt, der großen Hartz-IV-Koalition von CDU, CSU, FDP, SPD und Grünen, in der es nicht mehr um reale Verbesserungen für die Betroffenen geht, wie es Karlsruhe gefordert hat, sondern nur noch um die Wahrung des parteipolitischen Gesichts, wird jetzt verhandelt. Sie sind noch nicht fertig, Sie sind noch nicht am Ende. Warum haben Sie diese Spitzentreffen organisiert? Weil wir mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts in die Arbeitsgruppe hineingeraten sind. Die Linke stört die anderen so sehr, dass sie neue Treffen organisieren, nur um uns auszuschließen. Ich finde, das müssten die Bürgerinnen und Bürger zur Kenntnis nehmen, und zwar dergestalt, dass unsere Bedeutung kaum zu unterschätzen ist. Also wenn die eigene Treffen informeller Art organisieren, nur damit wir nicht hören, was sie sagen, und die Bürgerinnen und Bürger nicht informieren, geben die uns ein Gewicht, das mich regelrecht aufbaut. Und es ist natürlich aber in Wirklichkeit ein Unding, dass die einzige Fraktion, die immer gegen Hartz IV war, die Hartz IV grundsätzlich kritisiert hat, mit allen Tricks und Methoden aus diesen Kungelrunden herausgehalten wird. Und damit werden übrigens die eigentlich demokratisch legitimierten Gremien zu Abneckrunden degradiert. Und das ist ja klar, die bereiten alles vor und nachher sagen die eigentlichen Gremien nur noch, ja, dann können wir irgendwas dagegen sagen, das interessiert sie dann nicht mehr, dann ziehen sie das Ganze durch. Aber darüber muss man die Bevölkerung aufklären. Ich sage es immer wieder, wenn wir die Demokratie nicht attraktiver machen, ist sie gefährdet, aufgrund der Zustände in unserem Land. Unser Drängen auf einen verfassungskonformen Regelsatz hat die Nebelkerzenwerfer aus den anderen Parteien offenkundig sehr gestört. Damit ist klar, dass das Ergebnis wieder in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht landen wird. Die Linke wird jedenfalls eine entsprechende Klage unterstützen.